Jo Leute, heute ist es wieder soweit, wir verlosen wieder Spiele. Unten findet ihr das Lösungswort eingeblendet. Viel Spaß beim Rätseln, denkt dran, die Einsendung gilt nur über Instagram. Und Leute, alle weiteren Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Fette Küsse gehen raus, viel Spaß mit dem Video. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Table Manners, dem Dating Simulator mit Denno. Ja, Leute, ihr kennt das ganze Spielchen. Wir haben hier oben unser Tablet mit mit Blunder und Dr. Denno ist natürlich noch eingetragen. Jetzt mittlerweile können wir das eigentlich auch mal umschreiben. Wir können jetzt auch einfach mal YouTuber Denno schreiben. Denn, Leute, ich bin nicht mehr Doktor, auch nicht mehr Polizist. Ich bin jetzt YouTuber. Und, oh, Melanie. Baby. Leute, wir flirten erstmal kurz eine Runde. Das hat Spaß gemacht, das letzte Date. Ja, spitze, ich auch. Du bist ja charmant. Leute, ich verführe sie, wir gehen ran. Rrr, Anschmieg, wie geht's? Raufhüpf, du bist echt heiß, Uwu. Ich musste gerade ein bisschen kotzen. Verzieh dich. Melanie, sag mal, das meint ihr nicht ernst, Leute. Na gut. Ich würde sagen, die lade ich mal ein. Die hat Haare auf den Zehen, Leute. Leute, krass. Was für eine Aussicht hier wieder. Wir sind im Eispalast und Melanie will Pizza essen. Melanie, bevor wir essen gehen, weißt du, wie es läuft. Oh, jetzt müssen wir mal aufpassen, Leute. Ah ja, Melanie. Oh, Süße, nimm meine Hand. Ich steck dir den Finger in die Nase. Okay, die guckt schon so komisch. Melanie, ist doch alles cool. Darf ich dein Gesicht anfassen? Leute, Alter, was geht denn da ab? Okay, Leute, alles klar, wir sind mittendrin. Und ich bestelle jetzt erstmal eine Pizza. Ich hätte jetzt auch persönlich echt Bock auf eine Pizza. Moin, das Pizzastück ist direkt angekommen. Melanie will die Pizza gleich wegnaschen. Oh, Süße, du isst also gerne Pizza? Ist mir egal! Ja, was denn? Ich bezahle das Essen hier. Da guckt die so blöd, ne? Also ganz im Ernst. Okay, Leute, also wir bestellen noch eine Pizza und, naja, der Wodka, der muss auf jeden Fall auch mit. Denn die hässliche Visage kann ich mir auf jeden Fall nicht lange antun. Melanie, nimm deine Pizza. In 2 Monaten, wenn wir zusammen sind, bist du eh fett. Alles klar. Ist diese Kerze eingefroren? Ja, frag mal dein Herz, wie kalt das ist. Die Nachricht werde ich nie vergessen, Baby. Okay, Leute. Vorsicht! Nein! Oh, nö. Och. Mann, die Dating-Welt ist echt grauenvoll. Komm. Komm, Junge. Nein, jetzt. Nein, auch den nicht. Jetzt. Aber jetzt, komm. Nope. Ja, los, rein. Ey, sag mal, Melanie, was ist denn das hier? Melanie, was ist das? Sag mal. Hallo. Ich kann das einfach nicht greifen, Leute. Ja, geht doch. Yo, habt ihr das gesehen? Was ist da denn passiert? Melanie, was ist denn da mit meiner Hand passiert? Alter. Ja, moin. Leute, ich check's langsam. Wir müssen den Bunsenbrenner, glaube ich, mal reinhalten. Alter Schwede, das war ja wieder wild. Oh Gott, ich hätte Lust auf einen Drink. Ja, den könnte ich auch gut vertragen. Wir gucken mal, was sich machen lässt, Melanie. Hier ist die Gabel. Wir nehmen hier das Ding. Oh, Leute, das ist arschkalt, ey. So, machen wir das Ding mal warm. Na los. Oh, Leute, schmilzt das hier jetzt langsam? Ja, das sieht gut aus. Oha. Das Wasser läuft aus da oder weiß was ich, was das ist. Wir sollen das in diesen Mixer reinmachen. Machen wir mal. Ja, ich sehe nur nichts. Ah ja, okay. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus.
Okay, Melanie, pass mal auf. Ich hole jetzt mal hier und noch eine Packung Pommes. Hier den roten Tomaten-Dingsi. Und Pommes auf jeden Fall. Alles. Es ist auch alles gefroren. Und weg. Und die Pommes auch, oder was? Du machst gar nichts hier. Melanie, wie soll das denn mit uns beiden werden jetzt? Och, Mann. Leute, das ist das dümmste Date in meinem Leben. Oh. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Die verlangt viel, ne? So, wir machen auch den Bums jetzt hier mal warm. Komm. Okay, das klappt. Ich habe die Flasche. Vorsichtig jetzt in den Mixer hier rein. Ja. Nein, nein, nein. Ich. Nein. Oh, nein. Der Mixer. Och, Leute. Der Mixer. Er ist voll. Oh, zum Glück. Okay, pass mal auf. Ich schüttel dir das jetzt hier mal so richtig durch die Gegend. Ja, gut. So viele leckere Sachen, ich kann mich nicht entscheiden. Du willst das nicht trinken? Ja, Mann! Oh, nö. Jetzt sind mir die Pommes hier noch rausgeflutscht. Och, Mann. So, da, pass mal auf. Ich habe eine Pommes hier für dich. Ja, die langt dir auch schon. Finde ich interessant. Normalerweise langt das Frauen ja nicht. Okay, hier ist noch so ein bisschen Pfeffersalzmäßig. Komm, machen wir mal drauf da. Okay, also das ist Pfeffer, Leute. Denn, glaube ich, brauchen wir hier auf jeden Fall Salz. Ich habe hier natürlich den Bonsenring auf der rechten Hand am Start, Leute. Guckt euch den mal an. Hier, Süße, siehst du diesen Ring? Guck mal, wie sie da gierig drauf geiert. Alter. Nee, ich habe kein Geld. Ich gebe aber noch ein Bier aus. Ist okay. Lass mal das Bier kommen, Kellner. Sag mal was. Yo. Okay. Hier, ich füll dir mal Bier ein, Melanie. Ja. Oh. Und komm. Das sieht doch gut aus. Sehr gut. Leute, jetzt müssen wir das andere Glas hier noch entfernen. Oh, das ist gar nicht einfach. Runter damit. Und weg. So. Das Bier läuft. Alles klar. Ich mach das mal fit hier. Ne, ihr seht die Fingerfertigkeit, Leute. Ich bin natürlich Profi. Ich bin Dating-Profi. Das wisst ihr ja auch. Und ja, ich muss mich natürlich jetzt mit dem Bierchen erstmal darum kümmern. Mhm, das sieht lecker aus. Süße. Weißt du, was noch lecker aussieht? Wir beide. Hinter schwedischen Gardinen. Yeah. Was ist los, hä? Was ist los? Das Essen bezahle ich. Ich bin der Chef. Okay, Leute, also Frauen behandelt man wie Königin. Das wisst ihr auch. Und wer es nicht weiß, Leute, dann wisst ihr es auf jeden Fall jetzt. Hier, der Double-Griff, der war überhaupt nicht geplant. So, ich denke mal, wir müssen die Eiskugel so ein bisschen auf... müssen wir die schmelzen? Pass mal auf, Melanie. Da, ich habe ihr das Eis einfach reingedrückt. Sie will nicht mal die Waffel haben. Also ich meine, ich esse die Eiswaffel auch nicht gerne, aber... Leute, wer isst denn eigentlich schon die Eiswaffel gern? Oh, Leute! Es geht raus! Verdammt, Mann. Leute, mit Melanie war natürlich nice, aber Marianne finde ich viel heißer. Darf ich dich ausführen, Baby? Spitze, dann sehen wir uns dort. Leute, ich bagger sie nochmal an. Hat das wehgetan? Lass mich raten, als ich vor mir gefallen bin. Nein, das meinte ich nicht. Genau, und du bist genau auf deinem Gesicht gelandet. Oh, Leute. Uff. Marianne führe ich jetzt auf meine Luxusjacht aus. Leute, YouTube hat so viel Geld gebracht, dass ich hier auf entspannt auf meiner Yacht eine Frau einladen kann und mit ihr ein bisschen was snacken. Entspannt. Was ist hier los mit dem Bunsenbrenner? Hey, sag mal, Kapitän, haben wir Wellengang oder was? Och, nö. Och, nö, Leute. Ja, Marianne, dann kümmere ich mich halt erstmal um dich. Ich finde dein schwarzes, lockiges Haar sehr bezaubernd, Süße. Aha. Treffen wir uns später noch bei mir? Hinten in der Kombüse drin? Ich will dir... Oh, Leute, sie will rum? Nein, ich komme nicht an den rum. Och, Mann. Okay, okay, also es ist tatsächlich gar nicht mal so einfach. Wir müssen das Teil jetzt anscheinend rübernehmen. Es gibt hier keine Kerzen. Nö. Was ist denn das für ein Beschiss? Ja, dann pack doch mal das Ding da drauf. Lass das drauf da jetzt. So. Okay.
Da, Leute, da ist der rum. Ich kann ihn tatsächlich auch noch bestellen. Jo, wo kam der denn her? Okay, Leute, wir lassen den rum hier erstmal drauf. Anscheinend ist das noch nicht so wichtig. Dann werde ich erstmal dafür sorgen, dass wir die Datingkerze anzünden. Ist natürlich klar, Leute, die Datingkerze ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Ah, komm. Sag mal, das kann doch nicht sein, dass das Ding da jetzt nicht angeht. Mach jetzt mal die Kerze an. Leute! Jawohl. Easy. Und es geht rüber. Ich habe hier die Flasche Rum noch am Start. Und ich fülle dir nichts ein, Baby. Ich fülle mir was ein. Gefällt dir wohl nicht. Okay, Leute, also wir müssen tatsächlich ihr was einfüllen. Dann machen wir das Glas einmal kurz kaputt. So, Süße, stell mal dein Glas da wieder hin. Okay. Aha. Junge, was will die denn alles naschen? Oha, Leute. Erstmal hier einen fetten Lachs reinknattern. Lege ich dir auf den Teller, Süße. Und hier habe ich ja auf jeden Fall noch... Du willst noch eine Kartoffel von mir? Ach, komm. Ey, ganz im Ernst. Wir sind hier auf meiner Yacht, ne? Und ja, alles klar. Das will sie auch noch, oder was? Nee, ne? Als ob. Nö, anscheinend nicht. Pass mal auf. Ich zeig dir mal, was mit dem Fisch macht. Ja, was denn? Ja, was denn? Okay, okay. Hier können wir, glaube ich, andere Sachen bestellen, Leute. Und runter auf die Speisekarte. Und hier nochmal. Also irgendwie, stellt euch mal vor, ihr müsst auf so ein Boot essen, wo so ein Seegang ist, ne? Das macht natürlich gar keinen Sinn. Okay, jetzt brauchen wir dieses komische grüne Gewürz. Das ist das tatsächlich. Machen wir das einmal hier rauf. Okay. Das ist tatsächlich das absolut Falsche. Wir nehmen das Gewürz mit rüber und würzen das auf dem anderen Teller. Woohoo, let's go. Und wir sind schon im Modus drin. Hallo. So. Sehr gut. Ja, Leute, hier die Kartoffel. Boah. Was? Das stinkt meine Hand oder was? Stinkt meine Hand? Was? Die will den Fisch essen, Leute? Bäh. Leute! Die hat einfach so einen Fisch mit einem Bissen weggehauen. Oha! Gut, wir brauchen Erdbeeren und Marshmallows. Leute, doppelt hält besser. Von jedem drei. Sicher ist sicher. Okay, sehr gut. Dieser Fondue-Topf war natürlich da drüben. Ich werde mir dann erstmal so einen Marshmallow gönnen und den da einfach so ein bisschen reinschustern. Mmh, rein da, los, komm jetzt, komm. Mach mal schokoladig das Ding. Mach doch mal schokoladig jetzt. Was ist das denn? Sie will jetzt unbedingt was futtern und ich kann das auch verstehen. Ich würde hier absolut den Krampf bekommen. Mach doch mal das Ding jetzt da voll. Okay, sehr gut. Wo ist die Erdbeere? Leute, wir haben keine Erdbeere. Nein, die ist da unten. Die ist da unten. Ist da Schokolade dran? Och, nö. Ach, Mann. Okay, sie will trotzdem los, aber... Was macht die da denn? Habt ihr das gesehen? Ich glaube, die war sowieso verrückt. Ja, Leute, was soll ich sagen? Eine Frau, die gar nichts macht und die andere, die mit ihrer Hand telefoniert. Tja, also, Sachen gibt's, die gibt es nicht. Das war's mit einer weiteren Folge von Table Manners. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Fetter Kuss geht raus, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Macht's gut. Denno out.